Nachspielzeitpunkt Rocks kümmert sich ja nicht nur um die Formel E, sondern auch um die Formel 1 oder primär um die Formel 1 und nebenbei nur um die Formel E. Und an diesem Sonntag kollidierten Formel 1 und Formel E. In unserem anderen Blog habe ich Ihnen ja schon geschildert, wie die Formel E zu Ende ging. Hier geht es nun um die Formel 1 und wie man sieht, ich bin weiterhin allein, weil der gute Kollege Olli ja Fußball geguckt hat. So. Kommen wir also zur Formel 1, kommen wir zu Spielberg. Wie ich natürlich Olli kenne, würde er mir als erstes fragen, was war eigentlich mit Nico Hülkenberg los? Ein starkes Qualifying von Platz 2 und dann im Rennen nichts. Richtig, Olli, so ist es. Am Start hat er die Motordrehzahl fallen lassen, dadurch hat er den Start versaubeutelt. Dann hat das Team auf eine sehr aggressive Reifenstrategie gesetzt, die nicht aufgegangen ist. Und so wurde Nico Hülkenberg Runde um Runde nach hinten gereicht und am Ende kam er nicht mal mehr ins Ziel. So. Dann kommen wir zum Geburtstagskind, Sebastian Vettel. Tja, 29 Jahre alt geworden heute und das Rennen war nicht so seine Sache. Zum einen war er konstant hinter Kimi Räikkönen, der ja offiziell der schlechtere Fahrer ist, und auf der anderen Seite schied er in der 26. Runde mit einem Reifenpatzer aus. Wie alle ja höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, war er danach relativ wortkack, aber an dieser Stelle muss ich mal sagen, Pirelli gibt für die Reifen eine Rundenanzahl durch. Wenn man sich nicht an diese Rundenzahl richtet, kann es halt passieren, dass der Reifen kaputt geht. Und nicht das Team bestimmt, wie lange jemand draußen bleibt. Wenn es um die Reifen geht, hat das letzte Wort der Fahrer. Also ist in diesem Fall auch Sebastian Vettel selber mit beteiligt. So, dann bleibt eigentlich nur noch die letzte Runde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, tja, zu Lewis Hamilton und Nico Rosberg fällt mir nicht mehr sehr, sehr viel ein. Ich weiß nicht, warum man unbedingt so auf sein Ego fixiert ist, dass man lieber dem anderen in die Karre fährt, als dass man ins Ziel kommt, weil wenn man strategisch klug vorgeht, kann man auch noch Punkte retten. So hat der eine gewonnen, der andere wurde Vierter, in der Weltmeisterschaft ist weiterhin nichts entschieden. Es hat sich nur wieder mal gezeigt, sowohl Nico Rosberg als auch Lewis Hamilton sind am Ende des Tages einfach nur ich-bezogene Menschen und dementsprechend wird wohl die ganze WM auch weiter ein kleiner Hahnkampf bleiben. Bei der nächsten Folge sehen wir uns auf jeden Fall mit Olli wieder zusammen, weil ich weiß, er und ich, wir sind zusammen in Berlin zum Arbeiten. In dem Sinne, bis nächste Woche aus Silverstone.